Am letzten Wochenende sind St. Gallen das erste Mal dieses Jahr die Bands angestanden, um schön der Reihe nach ihr Programm abzuspielen. Einen einsamen Glanzpunkt gesetzt haben die vier schweren Jungs von Metallica. Der Gitarrist Kirk Hammet lässt normalerweise anderen den Vortritt, wenn es darum geht, über die Band zu erzählen. Für Ups hat er eine Ausnahme gemacht. The way it works out is Der Drummer Lars Ulrich ist der Gründer und der Chef der Band. Er redet gern, hat einen ausgeprägten Sinn fürs Geschäft und kümmert sich darum, meistens um die offiziellen Angelegenheiten. Der Sänger James Hetfield hat ein feines Gespür für die Musik. Er ist definitiv die kreative Antriebskraft bei Metallica. Tja, und mein Job ist es dann vor allem, die beiden so gut wie möglich zu unterstützen. Anfangs 80er Jahre hat sich Metallica mit breitbeinig brachialem Sound viel Respekt im Metal-Universum verschafft. Anfangs 90er hat die Band plötzlich nur noch harte Rockmusik und sogar einzelne Balladen veröffentlicht. Jetzt, kurz vor der Jahrtausendwende, sind sie immer noch da. Unsere Songs haben sich über lange Zeit bewährt. Sie werden langsam aber sicher zu richtigen Rock-Klassikern. Es geht uns jetzt seit 16 Jahren und wenn die Leute heute unsere alten Sachen hören, dann sagen sie immer, hey, das sind ja Klassiker. Das klingt ziemlich komisch für mich, weil ich ja noch ziemlich jung bin. Und die Rock-Klassiker, das sind für mich Jimi Hendrix oder die Stones. Und jetzt werden die Jungs von Metallica wirklich zu Klassikern. Vor ein paar Jahren hat nämlich die finnische Band Apocalyptica die schräge Idee gehabt, nur mit vier Cellos ihre Songs zu covern. Das Resultat hat Kirk und seine Kollegen überzeugt. Metallica und Klassik, das kommt gut. Darum haben sie sich im letzten Frühling noch so gern zu einem Gig mit einem richtigen Symphonieorchester überreden lassen. Tja, das Projekt mit dem San Francisco Symphony Orchester. Ich habe dazu mal etwa eine halbe Sekunde überlegen und dann habe ich gesagt, ja, ich will das durchziehen. Die Tatsache, dass so viele andere Musiker unseren Sound gespielt haben, hat dann auch einiges bewirkt. Die Lieder haben plötzlich total anders tönt. Sie sind viel breiter, wuchtiger und fetter dahergekommen. Im Herbst kommt jetzt wahrscheinlich sogar ein Album von dieser kuriosen Zusammenarbeit auf den Markt. Das erste Mal rockt sich Metallica jetzt aber durch den Openair Sommer. Während Monate Abend für Abend auftreten, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Was dem Kirk aber mehr Sorgen bereitet, ist der Alltag nach der Tournee. Es ist nicht immer einfach, mit diesem Gegensatz umzugehen. Zuerst ist man ein Star auf der Tournee und dann ist man plötzlich wieder ein Normalo zuhause. Ich brauche eine gewisse Zeit, um wieder runterzukommen. Sicher 2-3 Wochen, manchmal aber auch einen ganzen Monat. Mit dem muss man aber umgehen können. Schliesslich wollten wir ja so leben. Und wenn mir dieser Wechsel aber mal zu fest den Kopf verdreht, dann hänge ich einfach in die nächste Bar ab. Hey, end up going to the bar.